irgendwie verfolgt das einen, seit ich 13 bin, chatte ich. Seit ich 15 bin, chatte ich exzessiv. So. Und ich kann in einem Chat mich mit 5 Leuten gleichzeitig unterhalten, über 5 verschiedene Themen reden und trotzdem irgendwie dabei sein. Und trotzdem glaube ich nicht, dass ich jemanden vernachlässige. Ich kann, glaube ich, per Chat ehrlicher sein. Also ehrlicher in der Aussage, was natürlich, weiß nicht, man würde dann sozusagen, okay, dann sieht man deine Mimik dazu nicht und nicht, wie du dich bewegst, aber das ist in manchen Situationen, glaube ich, gar nicht nötig, weil ich bin, wenn ich so bin, ein ziemlich emotionaler Mensch und kann voll oft jemandem ins Gesicht nicht die Wahrheit einfach sagen, kann es per Chat irgendwie viel besser. Eine Situation, okay, man schreibt mit jemandem und es ist irgendwie, es ist ziemlich gefühlsaufreibend und man wird entweder wütend oder traurig oder was weiß ich. Das will man normalerweise aber dem anderen Menschen eigentlich nicht so zeigen. Also ich zeige es nicht gerne. Per Chat bleiben diese Gefühle aus, sondern er bekommt nur die Information und dann kann man sich wieder beruhigen, kann auf das Ganze noch mal schauen und entweder das Ganze noch mehr bestätigen, indem man ja wieder etwas schreibt, was das bestätigt, oder ja, sich dann entschuldigen. Weil man, also weiß nicht, voll oft in so einem Streit sagt man dann halt Dinge, die man halt in 5 Minuten später gar nicht so meint, aber 5 Minuten später ist es zu spät. So, in einem Chat ist, glaube ich, die Zeit was anderes. Auch.